aber er spürt jedes Mal ein Kribbeln, wenn er Blattrick zieht. Was da wohl abgeht, ich möchte es gar nicht wissen. Hassliebe. Nur mal so kleine Info. Ich kann mich eigentlich auch nicht mehr so dran erinnern, was ich mit 4, 5 Jahren gemacht habe. Ich eigentlich auch nicht. Egal. Okay. Deswegen hat er es also auf Blattrix abgesehen. Wie kann man das alles vergessen? Wir kennen uns schon ewig. Und trotzdem. Warum? Sah es nicht so aus? Die Nebenwirkungen der GF. Die GF verleihen uns Macht, aber die GF haben direkte Auswirkungen auf unsere Psyche. Und wird depressiv davon. Verbittert. Oh mein Gott, Squaw hat schon zu viel GF-Auswirkungen gehabt. Und unsere Erinnerungen werden gefressen? Das ist doch Propaganda, die die GF-Gegner in die Welt setzen. Heißt das, dass wir durch die GF unser Gedächtnis verlieren? Sowas lässt doch unser Direktor niemals zu. Und warum hattet ihr alles vergessen und ich nicht? Vielleicht weil du ein gutes Gedächtnis hast. Wie kann so etwas dann passieren? Ich hatte bis vor kurzem keine GF genutzt. Daher kann ich mich an das meiste erinnern. Was ist mit Selfie? Sie hat doch im Ballam Garden zum ersten Mal eine GF gekoppelt. M ist ein schöner Buchstabe eigentlich, ne? Wie sie immer rumtanzt. Ich muss euch etwas gestehen. Als ich 12 war, hatte ich an einem Training teilgenommen. Und da habe ich ein Monster besiegt, das eine GF besaß. Ich habe sie schon damals benutzt, daher kenne ich das schon. Irgendwas ist komisch, ich kann mich nicht mehr an den Namen erinnern. Das Ganze ist also doch wegen der GF? Was machen wir jetzt? Nichts, es ist doch alles in Ordnung. Nichts in Ordnung? Aha, willst du jetzt ohne GF kämpfen? Nein! Da kommen doch noch so tolle! Erstens kommen noch so tolle und zweitens... Ich brauch dies, ansonsten sehe ich ganz schön alt aus. Obwohl, dann wäre das Kopplungssystem nicht mehr, ne? Erstens das, zweitens, wie soll ich dann bitte schon die anderen fertig machen? Den letzten Gegner und sowas. Ach, das geht. Wenn ich nur 15 Schaden mache? Ja und? Oh, die One-Hitten mich dann bestimmt. Ja und? Wir brauchen die GF unbedingt. Ohne sie kommen wir nicht weiter. Gut so! Auch wenn wir dafür etwas opfern müssen, werde ich sie weiterverwenden. Wie wär's, wenn wir ein Tagebuch führen würden? Dann können wir uns an alles Geschehene erinnern. Ja, und dann vergisst du, wo du es hingelegt hast. Super. Ja. Ist das wirklich okay? Ja, das ist okay. Ich muss mich nicht mehr daran erinnern, dass Cypher mich ständig geärgert hat. Außerdem brauche ich die Macht, um meine Eltern zu beschützen. Sie haben mich aufgenommen und erzogen. Könnt ihr euch an Mama erinnern? Sie trug immer schwarze Sachen. Was da jetzt stand, konnte man nicht lesen. Super. Freundliches Gesicht. Das sagt Quistis. Freundliches Gesicht. Lange schwarze Haare. Ich wollte so werden wie sie. Ja, sie war wie... Mama war wie... Wenn ich an ihr Gesicht denke... Ist sie... Ist wie? Nein, nein. Sie ist Edea Kramer. Mama ist die Hexe Edea. Oh,
Musik ein. Wieder richtig geil eingesetzt, finde ich. Mama, Hexe Aedea. Warum hat sie... Und weg ist die Musik. Warum hat sie was? Warum hat sie die Raketen abgeschossen und Kriege geführt hat? Manchmal, das erklärt jetzt auch, warum Irvine Ende der ersten CD nicht auf die Hexe schießen wollte. Was er dann aber doch getan hat. Ja. Das können wir jetzt nicht herausfinden. Da hat er recht. Hört mal bitte her. Den Garden und die Seeds hat sie doch ausgedacht, nicht wahr? Ich bin zwar kein Seed, aber so viel habe ich begriffen. Seeds bekämpfen die Hexe. Irgendwas stimmt da nicht. Als Cypher mich folterte, fragte er, was die Seeds eigentlich sind. Unsere Mama müsste das doch eigentlich wissen. Aber die Hexe Aedea ist unsere Mama. So viel steht fest. Was geht hier ab? Hörst du mir zu, Blatrix? Ich wollte eines sagen. Ja. Toll. Ich kann verstehen, was Renoir gesagt hat. Aber trotzdem werde ich kämpfen. Ich will mein Leben nicht bereuen müssen. So denken auch die anderen. Meine ich zumindest. Daher sollte uns bewusst sein, dass wir gegen Mama kämpfen. Man sagt doch, dass ein Mensch unbegrenzte Möglichkeiten hat. Aber ich glaube nicht daran. Ich hatte immer nur eine kleine Auswahl, manchmal überhaupt keine. Ich stehe jetzt hier, weil ich trotz allem immer meine Wahl getroffen habe. Daher haben meine Entscheidungen, die ich bisher getroffen habe, eine besondere Bedeutung für mich. Klar, wir kämpfen gegen unsere geliebte Mama. Mama! Du musst doch nicht über deinen Jungen weinen. Und wir könnten wegen der GF unsere Erinnerung verlieren. Aber ich sage, na und? Ich bin nicht aus purem Zufall hier. Ich stehe hier, weil ich mein Leben selbst bestimmt habe. Bist du vielleicht mal bald fertig? Alter, es ist so ein richtiger Politiker, ne? Ja. Und dazu kommt, dass wir als Kinder alle zusammen waren. Wir konnten aus verschiedenen Gründen nicht zusammenbleiben. Weil wir damals noch Kinder waren, konnten wir nicht alleine leben. Da gab es auch keine andere Wahl. Mehr als weinen konnten wir nicht. Na, du weinst heute noch. Aber wir sind jetzt wieder zusammen. Neue Kameraden. Freunde sind hinzukommen. Wortsalat, FTW. Hinzugekommen. Wir sind keine Kinder mehr. Wir sind stark geworden. Und deshalb solltet ihr mich wählen. Weil wir nicht mehr wollen, dass wir auseinandergerissen werden. Deswegen werde ich kämpfen. Also wählt mich. Ich will so lange wie möglich mit euch zusammen sein und an der Macht bleiben natürlich auch. Das ist ja auch das Einzige, was ich tun kann. Und das möchte ich auch. Xel saß schon gelangweilt auf dem Boden. Am liebsten würde ich mich auch hinsetzen und weghören, aber egal. Ich auch. Ich werde auch kämpfen. Ich will mir nichts gefallen lassen. Scheiße ist, dass wir gegen unsere Mama kämpfen müssen. Je nach Situation müssen sogar die Gartenschüler gegeneinander kämpfen. Renoir, das ist unsere Art und Weise, wie wir uns und unsere Freunde beschützen. Bleib bei uns, wenn du das akzeptieren kannst. Wir wollen alle, dass du bleibst. Jetzt haut sie ab. Tschüss. Hey, schaut mal.
Ein Geschenk der Elfen. Es schneit. Schneeballschlacht! Juhu! Lasst uns doch zu Edeas Waisenhaus. Wie es dort jetzt aussehen mag? Achso, das sagt ja wirklich. Egal. Vielleicht erfahren wir dort etwas. Du meinst darüber, was mit unserer Mama passiert ist? Die Ursache liegt doch in der Vergangenheit, oder? Die können wir aber nicht ändern. Egal, was der Grund dafür gewesen war, es ändert nichts an der Lage. Aber, ehrlich gesagt, ich will es auch sehen. Lasst uns jetzt Edeas Haus suchen. Boah, endlich ist das fertig, ne? Oh, nee, Rino, will noch was. Das ist auch schlimm. Das ist wirklich schlimm. Ich bin froh, wenn ich diese Monologe fertig habe und wieder kämpfen darf. Ihr seid alle so stark. Ich dachte schon durchgenudelt, aber auch egal. Stark? Das stimmt nicht. Wenn wir über alles nachdenken, werden wir zu ängstlich. Ich glaube, dass sich jeder davor fürchtet. Vielleicht gibt es eine friedliche Lösung. Wie ist denn auf einmal auch wieder aufgehört hat zu schneien? So wie. Ja, als ob der Himmel sagt friedlich? Nö. Jetzt nicht mehr. Nö. Wir nehmen einfach mal die beiden jetzt wieder in die Truppe rein. Oh, endlich ist dieser scheiß Monolog vorbei. Es war